Der Schuldenstreit zwischen Griechenland und seinen europäischen Geldgebern hat uns alle in den letzten Tagen beschäftigt und die Börsianer durchaus hier bewegt. Ja, nun ist eine Einigung quasi in Sicht, aber die Reformliste Griechenlands, die muss von den europäischen Geldgebern doch noch akzeptiert und abgestimmt werden. Also, ist die Einigung noch in Sicht oder gibt es durchaus schon wieder erste Zweifel? Das alles möchten wir besprechen mit Dika Zanke von Zanke Asset Management. Ja, was sagen Sie, ist die Einigung jetzt quasi in Sicht oder haben wir doch noch einen relativ langen Weg vor uns? Also eine Einigung ist sicherlich in Sicht, aber es ist natürlich nur eine Einigung für die nächsten Monate, einfach um Griechenland jetzt zu retten und vor der Staatspleite zu schützen. Ich denke, es ist eben vor allen Dingen der politische Wille, der die EU-Institution, Troika darf man ja nicht mehr sagen, die EU-Institution dazu zwingt, eine Einigung mit Griechenland zu finden. Seit 2010 wurden etwa 380 Milliarden Euro an Griechenland-Hilfe gewährt von den EU-Institutionen. Nur mal zum Vergleich, der Bundeshaushalt in einem Jahr liegt etwa bei 300 Milliarden. Oder ein anderer Vergleich: in den letzten 10 Jahren hat uns Hartz IV insgesamt etwa 400 Milliarden, also in etwa das Gleiche gekostet. Oder auf pro Kopf gerechnet, Griechenland hat etwa 11 Millionen Einwohner. Das sind ungefähr 35.000 Euro pro Einwohner in Griechenland, was an Hilfe gewährt wurde. Rechnet man das auf die Erwerbstätigen in Griechenland, das sind etwa 3,6 Millionen, dann sind das über 100.000 Euro. Die Frage ist, wie kann das so weitergehen? Aber erstmal geht es darum, dass die Politiker natürlich nicht gewillt sind, zuzugeben, dass dieses ganze Geld verloren ist und darüber hinaus natürlich noch viel mehr Geld. Ich erinnere hier nur an die Nothilfekredite für die Banken, die jetzt zuletzt auf 68,5 Milliarden erhöht wurden von der EZB. Auch die wären natürlich dann verschwunden, denn letztendlich sind das auch Gelder, für die wir haften. Denn wenn die Griechen Geld von ihren Banken abziehen und ins Ausland schaffen, dann läuft das bei uns wieder bei den sogenannten Target-2-Krediten auf, über die man schon lange nicht mehr geredet hat. Aber letztendlich wären das auch Gelder, die verloren gehen würden. Die Politiker wollen sicherlich in ihren Legislaturperioden nicht zugeben, dass dieses Geld weg ist. Also letztendlich wird es mehr oder weniger eine politische Entscheidung sein, keine Frage. Die eine Seite ist natürlich die europäische, also sprich Deutschland und andere Länder, die Frage nach den Reformen, ob sie angenommen werden. Aber auch für Griechenland selbst wird es schwierig sein. Also Alexis Tsipras muss natürlich auch im Parlament diese mögliche Einigung verkaufen. Und letztendlich hat er sich ja nur 4 Monate Zeit erkauft, wenn es so stattfindet, oder? Das ist richtig, er hat sich 4 Monate Zeit erkauft, aber eben bekommt dafür eben auch viele Milliarden zunächst. Es stehen ja auch viele andere Geldgeber im Hintergrund, also beispielsweise Russland hat sich schon bereit erklärt, dass hier Geld fließen soll Richtung Griechenland. Das ist natürlich auch das Mittel zur Erpressung, was Tsipras ja wirklich sehr eindeutig auch verwendet hat. Und er verkauft das ja im eigenen Land als Sieg. Also deswegen wollen wir erstmal abwarten, was jetzt wirklich an Reformen von Griechenland kommen soll. Wenn wir uns die Anleihen anschauen, also griechische Staatsanleihen, da waren die Kurse zuletzt doch relativ volatil. Am heutigen Handelstag konnten sie zulegen. Würden Sie jetzt sagen, das ist für spekulative Anleger eine Möglichkeit, wieder einzusteigen? Oder sagen Sie, das sollte man absolut die Finger davon lassen? Das ist mehr oder weniger eine politische Kiste und nichts für Privatanleger. Das ist sicherlich eine politische Kiste, so wie Sie es sagen. Und deswegen ist es auch nicht für spekulative Anleger, sondern wenn, dann für Zocker. Ich denke, da kann man dann auch in ukrainische Staatsanleihen anlegen. Und außerdem gibt es hier eben auch wirklich Alternativen dazu. Für 10-jährige griechische Anleihen bekommt man gerade mal noch knapp 9%. Hier gibt es durchaus Alternativen, die, glaube ich, sicherer sind und vor allen Dingen besser zu analysieren sind. Über die Alternativen möchten wir gleich sprechen, aber ich habe noch eine interessante Headline gesehen, denn die EZB möchte ja in rund 10 Tagen anfangen mit dem massiven Aufkauf von Staatsanleihen und die Eigentümer, also die bisherigen Eigentümer von Staatsanleihen, von Bundesanleihen, beispielsweise Versicherungen, die möchten diese anscheinend gar nicht verkaufen. Also sprich, was wird die EZB kaufen und wird es die Kurse noch weiter nach oben treiben? Das ist richtig, es ist viel zu viel Liquidität in dem Markt und es ist Anlagenotstand. Das heißt, Versicherungen, Pensionskassen und so weiter, die brauchen ihre Anleihen, um zumindest eine schmale Rendite erwirtschaften zu können. Das heißt, wenn die EZB anfängt zu kaufen, dann wird sie die aufgrund der Verknappung die Kurse hier massiv nach oben treiben, die Zinsen weiter nach unten treiben.
Gut, die EZB hat sicherlich noch andere Möglichkeiten. Sie will ja jetzt eben Staatsanleihen kaufen. Sie hat schon Hypothekenanleihen und ABS gekauft. Sie hatte ja auch schon mal vor einiger Zeit angedeutet, Unternehmensanleihen zu kaufen. Und wenn die Staatsanleihen nicht ausreichen, dann wird die EZB wahrscheinlich auch noch dazu übergeben, Unternehmensanleihen zu kaufen. Sie sagten gerade, es gibt Alternativen zu den griechischen Anleihen, die mit 9% verzinst werden. Die Bundesanleihen haben Sie sicherlich nicht gemeint. Was kann der Anleger jetzt noch kaufen? Ich habe es gerade schon erwähnt, Unternehmensanleihen sind sicherlich Anleihen, wo man noch teilweise ganz gute Renditen findet. Man muss natürlich auch hier in der Bonität mittlerweile etwas Abstriche machen, schon eher auch in den High-Yield-Bereich gehen, um noch wirklich richtig gute Renditen erwirtschaften zu können. Aber wenn man dann solche Namen kauft, wie Thomas Cook beispielsweise, hier bekommt man etwa noch 6% in Euro, aber auch eine Techem oder Deutsche Raststätten, hier gibt es etwa noch 4% in Euro. Und wenn man eine Schaeffler oder eine Fresenius in US-Dollar kauft, dann bekommt man auch hier noch etwa 4%. Und selbst wenn man das Kursrisiko gegenüber dem Euro abhedgt, kostet das etwa 1% pro Jahr. Das heißt immer noch 3% für eine Schaeffler und eine Fresenius. Das sind immer noch Renditen, die weit über den Peripherieländern liegen, über den Staatsanleihen von Peripherieländern. Und das halten wir für attraktiv. Soweit der Fondsmanager und Anleihenexperte Dietmar Zandtke, der ganz klar sagt, griechische Anleihen sind jetzt auch noch zu spekulativ für die Anleger. Das ist schlicht und einfach eine politische Kiste und es gibt andere Anleihen, die man im aktuellen Umfeld kaufen kann. Also durchaus Alternativen zu den Bundesanleihen, die schlicht und einfach keine Rendite mehr haben, und griechische Staatsanleihen, die sind seiner Meinung nach zu heiß. Herzlichen Dank für Ihre Einschätzung.